Uhrenfreunde, herzlich willkommen auf der diesjährigen Eisenbacher Antikuhrenbörse in der wunderschönen Wolfwinkelhalle in Eisenbach. Kommt gerade mit. Auf drei Etagen hier in der unteren Halle seht ihr Kleinuhren, Großuhren, Uhrmacherbedarf, Stücke zur Restaurierung, wohnfertig restaurierte antike Uhren, Antiquitäten und Technisches zum Verkauf. Gibt es das Uhrencafé in der Heimatstube und jede Menge Schwarzwälder Ersatzteile. Der Festsaal in der oberen Etage bietet ebenfalls eine Kombination aus Klein- und Großuhren und hier ist das Café mit kalten und warmen Speisen zu finden. Was sagst du? Ja, hallo Freunde, jetzt sind wir hier natürlich jedes Jahr am Stand von Mario Lorenz, Uhrmachermeister. Und jetzt werfen wir mal hier noch schnell einen Blick über seinen Stand, weil da haben wir es jetzt auch gerade eben davon gehabt. Es ist ja nicht nur Antikuhrenbörse, sondern hier gibt es natürlich auch Stände, die moderne Armbanduhren haben. Und darum ist es für jeden Uhrenfan ein guter Anlass, mal hier im Schwarzwald auf der Uhrenbörse in Eisenbach vorbeizuschauen. Denn bei Mario am Stand findet man auch wirklich jedes Jahr immer wieder schöne Schätzchen in seinen Vitrinen und Auslage. Und das ist natürlich halt auch ein Stand, wo ich sage, da kann ich mit Vertrauen einkaufen gehen, weil ich hier einen Uhrmachermeister habe, der hier seine Uhren anbietet. Und dann weiß ich, dass die alle funktionieren, dass sie revisioniert sind und dass die keine Macken oder Probleme haben. Ja, was für eine schöne rechteckige Mido Quarz. Hier eine schöne Fliege. Du kennst dich ja damit aus. Oh, das ist eine schöne Louis Vuitton. Nee, was? Louis Chevrolet. fast eine Louis. Schöne alte Armbanduhren und Taschenuhren. Oh, schöne Breitling. Was für eine schöne Navi-Timer. Oh, schön, Fortis und Zenit. Oh, ein bisschen Gold ist auch dabei, sehr schön. Also ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Hier gibt es nicht nur alte Schwarzwalduhren, sondern auch gute Stände mit einer schönen Auswahl an gebrauchten, schönen Herrenuhren. Und vielleicht ist für die Dame auch was dabei und
für die Bastler Ersatzteile ohne Ende. Ist natürlich auch klasse. Billiger kommen sie nicht an so viele Ersatzteile. Warum ist Papa? Keine Ahnung. Das ist ganz schön. So, ja, Junior ist auch dabei. Sag mal deine schöne Uhr, was du gerade am Arm hingelenkt. Dreck schon mal einen Uhrcheck, ne? Richtig cool, ne? Für so einen Jungen hier. Junger Erwachsener. So eine schöne Bicolor Casio im Datejust-Look. Dreh mal das Band. Ja, geil, gell? Bicolor. War nicht meine Idee, war tatsächlich seine. Also fand ich echt cool. Und guck mal hier. Erstmal schön Kuchen. Und jetzt machen wir erstmal eine kleine Kaffeepause mit Mario. Bester Uhrmacher. Nein! Ja, aber Uhrmachermeister, ne? Muss man sich nicht verstecken. Nein, ja, schon. Danke. Also, erstmal gemütlich Kaffeepause.